Was machst du denn? Könnte die was sein? Was ist denn das für eine? Eine kleine Nassfliege. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Probieren. Ja. Wenn nichts geht, Ottmar. Ja, sicher. Probieren. Aber die Bibio wird schon zuschlagen noch heute. Nach Tacitus nannten die alten Römer Irland Hibernia, die winterliche. Und nach Raymond Richard Robinson gibt's das beste Angeln, wenn's ordentlich regnet und bläst. Und nach den milden Tagen über Pfingsten treffen heute diese vermeintlichen Wahrheiten bezüglich der Insel zusammen. Ottmar Butz und ich sind in den Bluestack Mountains unterwegs, auf der Suche nach bissfreudigen Forellen. Schließlich müssen wir angeln. So sind wir nun mal. Ist doch schön hier, Ottmar. Wunderbar. Der Himmel weint. Ich glaube, wir sollen uns mal zu einem anderen See aufmachen. Machen wir jetzt, würde ich auch sagen. Und vielleicht im Auto mal ein bisschen antrocknen. Genau. Machen wir das. Ein Glück, dass wir jetzt im Auto sitzen, ne? Ja, kann man wohl sagen. Bei diesem Regenschauer. Das muss doch die Fische jetzt Grille machen hier. Dass die mal nehmen, einen nach der anderen. Genau das ist es, Ottmar. Bei schönem Wetter kann jeder los. Und nichts fangen. Wir können sogar bei schlechtem Wetter los und nichts fangen. Nichts fangen. Da habe ich ja nicht immer was gefangen. Hier in dem See haben wir auch eigentlich immer irgendwie was erwischt. Muss ich wirklich sagen. Dass man also nicht ganz ohne nach Hause kommt. Ne? Der ist auf die Invicta. Nicht auf die Bibio. Nicht auf die Bibio. Aber ein bisschen größer könnte er sein. Passen. Mann, Ottmar. Ja. Wir wollen Fische fangen. Fische fangen und keine Hüte. So. Das gibt es ja nicht. Ottmar, jetzt hast du nicht nur nasse Hose, jetzt hast du auch einen nassen Hut. Das kann man wohl sagen, du. Auf die Bibio ist er gegangen, der Hut. Kannst du mal sehen, die ja, Bibio siehst, fängt immer. Die fängt immer, egal was. Das beißt nur kleines Zeug, ne? Fisch, komm! Mann, Ottmar! Boah! Was für ein Riese! Aber immerhin! Ja! Wir wissen ja, dass größere drin sind. So ist es. Ja. Ottmar, es möge nützen! Ach, hoffen wir's! Hoffen wir es. Zum Wohlsein. Jawohl, das ist der Trostschluck. Der einzigste. Hervorragend. Also, Ottmar, zum Wohlsein, Dietrich. Auf bessere, das ist der irische Trost hier. Auf bessere Tage. Zum Wohlsein. Jetzt essen wir aus lauter Verzweiflung Fisch und Chips. So würde ich das auch sehen. Linda Steiner. Hast du Fisch und Chips gefunden, Ottmar? No. No Fish and Chips? No. Müssen wir mal fragen. Es ist essbar. Ja, aber auf jeden Fall.
Ja, würde ich sagen, hervorragend. Dann wünsche ich einen guten Appetit. Einen schönen Abschluss für den heutigen Tag. Was ist das da? Herbst.